Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Space Engineers. Ja, hier verbirgt sich was. Hier ist nämlich mein Bohrer. Jetzt irgendwie gerade ist der Ton weg. Ja, okay. Genau. Der bohrt hier. Schön fleißig. Seit einiger Zeit jetzt. Er ist ein bisschen verbuggt, muss man auch dazu sagen. Aber es funktioniert soweit. So. Unten ist er connected. Das heißt, er müsste jetzt oben gleich connecten. Genau. Und dann sieht man mal, was ich mit verbuggt meine. Ich drehe mich mal so rum, dann sieht man. Also hier müsste er gleich sich dann connecten. So. Weil der Piston hat nämlich umgeschaltet und jetzt müsste er langsam nach oben fahren. Also der hier müsste nach oben fahren. Und beim nach oben fahren erst merkt er, oh hoppala, hier ist ja ein zweiter Merge-Block in der Nähe. Weil so jetzt erkennt er ja gar nicht, dass die nebeneinander sind. Die müssten ja beide eigentlich gelb sein. Sind sie aber nicht, die sind weiß. Hier, bei denen hier sieht man schön, die sind gelb. Wunderbar. Und genauso gelb müssten die hier auch leuchten. Machen sie aber nicht, die sind weiß. Aber das macht nichts. Das ändert sich nämlich gleich. Hoffe ich doch zumindest, sofern das Skript noch läuft. Ah nee, das Skript läuft natürlich nicht. Ich habe es gerade, als ich es kopiert habe, ja angehalten damit, dummerweise wahrscheinlich. Oder? Mal gerade mal gucken, warte mal. Nehmen wir gleich. Ja doch, es müsste eigentlich noch laufen. Müsste eigentlich noch laufen. Müsste er nicht weitergehen. Wenn der Timer-Block macht. Er sagt doch, dass er bei M3 steht. Also eigentlich müsste er weitermachen. Bist du hier an? Frage. Du fährst auf. Ja. Oh, hier mal. Ja doch, er fährt auf. Er müsste eigentlich fahren, was er aber nicht macht. Hä? Wieso? Es ging doch immer. Vorführeffekt. Jetzt geht's nicht mehr. Ich mach den mal ein bisschen schneller. Einfach nochmal so, um zu testen. Nichts. Er fährt halt nicht. Der Piston fährt nicht. Piston fährt nicht. So fährt denn der Piston nicht? Hallo? Was ist denn los? Das gibt's ja wohl nicht. Piston muss doch fahren. Ah, warte mal, oder liegt das hier dran? Stößt er hier an? Das ist möglich. Das ist natürlich möglich. Das habe ich nämlich nachträglich letztes Mal hingebaut. Und es hat eigentlich ganz gut funktioniert bisher. Es kann natürlich sein, dass er hier anstößt. Okay, Moment, machen wir mal eben diesen Scheißerbrille weg. Ah, und dann fährt er. Okay, also das funktioniert so nicht. Aber jetzt hier, wenn man meint, er müsste eigentlich, er ist eigentlich gar nicht mehr in Reichweite, dann wird er auf einmal gelb und sofort grün und dann macht's Pleng und dann, genau jetzt. Oder nicht? Oder nicht? Mal abwarten, vielleicht kommt's noch. Nö. Perfekt, geht nicht. Typisch, typisch. Okay, machen wir mal. Greifen mal händisch nochmal ein, machen wir nochmal Reverse. So, machen wir nochmal Reverse und gucken mal nochmal. Und jetzt müsste er eigentlich dann ziemlich rabiat sich verbinden. Also das mit dem Schweißer hier funktioniert dann anscheinend doch nicht. Schade drum. Da muss ich mir nochmal was Neues einfallen lassen. Hä? Wieso nicht? So geht das nicht. Das ging doch immer wunderbar. So, machen wir ein bisschen rabiat. Jetzt. Jetzt macht ihr mein Programm selber weiter. So. Das, keine Ahnung, das hing jetzt irgendwie. Wieso auch immer. Das sollte nicht passieren. Aber passiert. War jetzt dem geschuldet hier oben wahrscheinlich, dass es nicht funktioniert hat. So. Ja, jetzt bohrt ihr hier halt. Und genau, jetzt ist er hier disconnected. Und der schweißt sich auch selbst hier sein Dingens weiter, ne? Sein Gestänge.
Kostet zwar einen Haufen als Material, aber ich glaube, da kommt auch ein bisschen was raus aus dem, was wir hier wegbohren. Ich glaube, das müsste dann schon gehen. Hoffe ich doch. Genau, jetzt wenn er dann da dran vorbei ist, dann müsste er eigentlich den Block wieder anschalten. Genau, die schmeißen hier schön fröhlich vor sich hin. Immer wieder. Genau, die beiden Blöcke wurden jetzt gerade geschweißt und als nächstes kommen dann die zwei. Das heißt, soweit ist. Ja, dauert nur eine Weile, einen Moment. Ja, genau, gerade eben hat der Merge-Block hier sich wieder angeschaltet. Also, dass er aktiv ist für den nächsten Merge-Block zum Connecten. Dass wir da dann wieder das ganze Konstrukt wieder da andocken und von da oben wieder nach da fahren können. Also wieder einen Schritt weiter gehen können. Vielleicht sollte ich auch zwei Pistons einfach nehmen. Vielleicht sollte ich wirklich auf zwei Pistons gehen. Ich habe mir das ein paar Mal überlegt, wollte eigentlich nur mit einem Piston arbeiten, aber ich glaube, mit zwei wäre es vielleicht sogar noch besser, oder? Ich meine, dann würde es halt noch ein bisschen mehr wackeln alles, aber vielleicht hätten wir dann diesen Übergang nicht so extrem. Na, ich weiß nicht. Ich lasse es erstmal so und dann schauen wir mal, wie es weitergeht. Der zweite Piston ist eigentlich relativ schnell ergänzt, muss ich im Programm auch nicht so viel anpassen. Einfach nur die Geschwindigkeit vom ersten halt halbieren und den zweiten damit dazuschreiben und den auch auf halbe Kraft setzen von dem, was der erste momentan macht. Dann fahren die gleichzeitig, dann passt das schon. Und dann ist nur die... Naja, wobei, die fahren ja gleichzeitig. Also dann müsste ja auch die ausgefahrene Strecke passen an sich. Genau. Das Einzige, was ist, Dingens müsste ich dann ändern. Die Reichweite der Sensoren. Ich habe hier Sensoren. Hier ist ein Sensor. Und da ist ein Sensor. Und die detekten, ob sich das verbunden hat oder nicht jeweils. Also ob hier der Merge-Block sozusagen aktiv ist oder nicht. Weil solange der nicht aktiv ist, muss er ja gucken, ob er sich irgendwie verbinden kann. Joa. Und jetzt ist das gleich wieder soweit. Man sieht hier schön. Das Typische, ne? Dass es hier so ineinander fliegt. Aber gut, das ist halt so. Ja. Muss man sich vorstellen, so, dass die Teile eingefahren werden, wenn er hier an der Stelle ist. Das ist nicht ausgefahren, sondern das ist da drin. Und die fahren erst aus, wenn er dann eben auf Höhe ist, dann verbindet sich das so. Wie muss man sich das vorstellen, glaube ich. Dann fahren die aus. Dann kommt da so ein Stift rein und dann ist das verbunden. Ich glaube, so muss das funktionieren, muss man sich das vorstellen. Genau, der schweißt so fröhlich vor sich hin da unten, hat den nächsten Conveyor schon mal hingebaut. Gleich ist es frei. Gleich kommt die wirklich rabiate Stelle. Beziehungsweise, jetzt seht ihr gleich den Bug wieder. Und zwar, jetzt an der Stelle wird er einfach nicht gelb. Er müsste jetzt eigentlich gelb sein. Genau, hier, der hier ist ja auch schon gelb, aber der hier, der müsste auch gelb sein, ist es aber nicht. Die sind nur beide noch weiß, also aktiviert, aber die werden jetzt in der Phase nicht gelb. So, und jetzt pass auf. Jetzt fährt der dran vorbei. Eigentlich müsste er jetzt gelb und dann grün geworden sein, weil er war direkt dran. Also er war direkt 1:1 nebendran, hätte eigentlich sich verbinden müssen, hat er aber nicht. So. Und deswegen auch diese Sensoren, weil das öfter mal eben nicht funktioniert. So, genau, und jetzt fährt er rückwärts. Und beim Rückwärtsfahren müsste er es jetzt merken. Hoppala. Oder nicht? Genau, jetzt, zack. Und da ist er dran. Der Rabiat und oben auch dasselbe Spiel. Man sieht, wie es wackelt, wie es zittert und so weiter. So, genau, dann fährt er nach unten. Und hier sieht man es auch wieder schön. Zack, okay, perfekt. Und jetzt hat er detected, jawohl, er ist dran, geht's unten weiter. Also der darf halt im Endeffekt die Merge-Blöcke nicht loslassen, solange die Sensoren nicht detekten, dass das gleiche Grid ist. Und das detekten die nur, wenn der jeweilige Merge-Block dran ist. Weswegen detekten die das so, oder weswegen ist das so? Wegen dem Piston eigentlich schon, der reicht eigentlich schon aus. Weil der sozusagen die beiden Grids trennt, also das hier ist dann ein Subgrid von dem hier. Und dann detektet er hier, dass das sich bewegt. Zusätzlich habe ich hier zwei Hinges eingebaut, die im Endeffekt dasselbe nochmal machen.
Aber die sind dafür da, dass das aneinander vorbeigeht. Denn sonst geht das aneinander gar nicht vorbei, dann bleibt es hängen. Fragt mich nicht, wieso, ich weiß es nicht. Es ist einfach so, dass es mit Hinges funktioniert und ohne bleibt das immer irgendwo hängen. Also geht das nicht aneinander vorbei. Das muss ich ein bisschen also bewegen können, dann funktioniert es. Ich habe zwar bei den Hinges auch die Kraft eingestellt relativ hoch und auch die Bremskraft relativ hoch, aber das ist egal. Wichtig ist, das könnte sich bewegen, glaube ich. Das ist das Wichtige. Dann funktioniert es auch. Also das müssen wir dann, so wie es jetzt hier ist, müssen wir das auf dem Mond nachbauen. Und dann dauert es. Dann dauert es eine Weile, bis wir unten sind. Aber das kann man ja normalerweise. Ich weiß nicht, ob das offline durchläuft. Aber wir können das nochmal testen, ob das läuft, wenn wir nicht da sind. Und wenn es nicht läuft, wenn wir nicht da sind, dann läuft es ja passiv im Hintergrund, wenn wir da sind. Also von daher, das geht dann schon. Jetzt nur mal gucken, wie tief sind wir dann eigentlich unter Tage schon. Nur mal, weil es mich gerade interessiert. Wenn wir hier reingehen, dann müssen wir das doch angezeigt bekommen, oder nicht? Oder nicht wahrscheinlich. Okay, bekommen wir nur mit dem Schiff angezeigt. Ja, okay, schade. Wäre ja schön gewesen, wenn es. Warte mal, können wir da vielleicht. Was machen? Hier 5. Können wir da was hinsetzen? So. Ah ne, der zieht das immer auf. Immer auf die Fläche. So, jetzt hier. Ja. Unable to press Cockpit. Geht doch. So, dann müssen wir uns mal kurz mal reinsetzen, dann sehen wir es. 62 Meter sind wir drin. Okay. So. Nur mal zum Testen, nur mal zum Schauen, wie weit wir unten sind. Das könnte man bestimmt auch irgendwie ausrechnen und so. Bestimmt könnten wir das auch irgendwie in den Blog reinschreiben, dass er das mitschreibt, wie tief er gerade schon ist. Das wäre, denke ich, möglich. Dass wir da die Zyklen sozusagen so und so viele Zyklen zählen und dann dementsprechend wir wissen, ein Zyklus ist ja so und so lang und dann können wir das zusammenzählen in der Theorie. Ja, dann könnte man das in der Theorie zusammenzählen. Genau, da ist es gleich wieder soweit, glaube ich. Wie weit ist er denn, wie weit fährt er denn an der Stelle? Ich glaube 7 Meter sind das, was er hier fährt. Und dann zieht er den anderen nach. Ich glaube 7 Meter müsste das sein. Dann könnte man wirklich das machen. Also 7 einfach mal nehmen, einfach mal annehmen, dass es 7 Meter sind. Und dann mal durchrechnen. Beziehungsweise dann mal rechnen lassen, sagen wir so. Ja, kreativ. Ich weiß, ich bin ein Kreativ. So heißt meine Welt, meine lokale Welt, meine Testwelt. Weil. Ihr wollt ja gar nicht wissen, wie ich hier geflucht habe, bis ich das so zum Laufen gebracht habe. Wie oft mir das Ding runtergefallen ist. Ja, das gucken wir uns noch kurz an. Vielleicht ist es diesmal ein bisschen rabiater, vielleicht seht ihr dann auch, was ich meine. Ja, na komm. Müsste doch gleich. Okay, er schaltet wieder um, genau, da war ja was. Und jetzt, genau. Aber es funktioniert. Es zittert und zappelt, aber es funktioniert. Und das geht's doch. So, jetzt ist nur die Frage, wie bekomme ich hier das Ding hier hin? Vielleicht sollte ich da auch den Schweißer an- und ausschalten irgendwie noch. Weil ich möchte hier so einen Stängel noch mit nach unten bauen lassen. Beziehungsweise muss ich das so machen oder kann ich das vielleicht auch anders machen? Vielleicht baue ich mir einfach noch ein Gefährt, das uns mit Pistons nach unten fährt. Oder man lässt einfach hier Platz und sagt, okay, man kann ja hier damit ein Schiff reinfahren, dann kann man hier runterfliegen und dann sieht man ja, wo er ist. Und dann später halt vielleicht den Aufzug nachziehen oder so. Denn ich habe mir auch Gedanken gemacht zum Aufzug. Hier ist nämlich mein Gedanke zum Aufzug.
das ist das nächste, was mich, wo ich Ewigkeiten dran war, wo alles explodiert ist und so. Ja, und zwar auf der anderen Seite hier, wo dieses eine Rad habe, auf der Unterseite, da möchte ich vielleicht auch lieber auf zwei Räder gehen, so wie ich es oben gemacht habe. Und man sieht hier auch sehr schön oben, man braucht auch oben mehr Platz für die Räder, weil die ein bisschen ausschlagen und so, dann wird das Zeug hier kaputt. Aber okay, lassen wir die Bremse mal raus und dann sieht man so, wunderbar, wir können hier nach oben fahren. Ich habe hier die Maximalgeschwindigkeit ein bisschen nach unten gedreht, also er fährt nicht schneller als so normalerweise, also 10 Meter pro Sekunde oder so, das reicht ja auch. Nach unten fährt er natürlich schneller, weil das macht die Schwerkraft. Achtung! Bremse! Also funktioniert recht gut, muss ich nur dann so auf dem Server auch umsetzen und es muss auf dem Server dann auch einigermaßen funktionieren, also das muss man gucken. Ja, aber so der Plan, also das kann man mal machen. Finde ich irgendwie cool. Und hier sieht man schon, wie sehr ich diese Räder an dieses Ding dran presse. Also das ist so sehr dran, dass es hier schon angezeigt wird, dass es praktisch im Ding drinnen ist. Tatsächlich würden die Räder sich wohl einfach ein bisschen zusammendrücken, weil die Räder ja normalerweise ein bisschen nachgeben. Die Friction habe ich auf 100% gestellt, weil sonst geht es halt überhaupt nicht. Ja, genau. Dann kann man hier von nach oben und nach unten fahren und wunderbar und so. Und ach, hier ist noch ein Rad. So. Ah, da liegt auch noch was. Ich sage ja, ich habe hier ein bisschen experimentiert. Da ist einiges zu Bruch gegangen, immer mal wieder. Und ja. Komischerweise, also was wirklich kurios ist, finde ich, diese Blöcke hier verformen sich, ja. Und die Blöcke, die haben das ausgehalten. Also denen macht das eigentlich nichts, die Verformung. Aber ich hatte da direkt oben drauf diese Batterie stehen. Die war direkt hier dran. Und die ist immer weggeplatzt. Die war immer weg. Ja, wieso denn? Warum denn? Und jetzt habe ich es halt irgendwann mal gesehen. Oh, hoppala. Das sollte ich vielleicht ein bisschen jetzt lassen. Vielleicht einfach so. Das würde ja vielleicht schon reichen. Ja. Vorne dasselbe Spiel, also vorne ja das gleiche. Genau. Ja. Wobei mir das hier auch noch nicht so sehr gefällt, weil das hier. Upala, so. Weil das hier direkt ja, hier dran ist und halt da reinschaut. Vielleicht müsste man da einfach das irgendwie anders noch machen. Wobei ich jetzt nicht wüsste, wie ich es anders. Huch, tschüss! Machen sollte. Ups. Bekomme ich jetzt da nie wieder hin? Ist egal. So. Wir wissen ja, wie es aussehen muss, so wie auf der Seite im Endeffekt. Ja, okay. Wäre so der Plan. Also das muss trotzdem dann dahin, glaube ich, weil anders, ich wüsste nicht, wie es anders gehen sollte. Ist halt das Problem. Na, egal. So, jedenfalls, das geht, das funktioniert und das da hinten geht auch. Also dieser Bohrer geht auch. Wunderbar. Ja, freue ich mich ja richtig drüber, dass das funktioniert. Ja, an der Stelle, wie gesagt, müssen wir mal schauen. Vielleicht können wir ja an das Ding auch einfach ein Cargo mit drauf machen. Und ein Schweißgerät oder so. Und das dann selber praktisch vor uns her schweißen oder so, wenn wir dann in die Tiefe fahren. Dann müssen wir mal gucken. Also das könnte gehen, das weiß ich noch nicht. Genau, hier war mein erster Test. Ja, sieht man ja. Loch. Dann, genau, hier habe ich mal versucht, einen Hydrogenbohrer zu bauen. Hat eigentlich auch ganz gut funktioniert, muss ich sagen. Ging auch relativ gut. Ja, hat halt auch nur Ewigkeiten gedauert, hier dieses Loch reinzubohren. Selbst mit Rechtsklick. Und deswegen wollte ich das eigentlich so machen, dass wir das tatsächlich einfach laufen lassen und das... Ja, vor allem, weil es halt auch cooler ist, so, wenn das Ding einfach selber macht. Wenn sie das Ding selber baut, in den Berg rein, so, in die Tiefe rein, ist das super, ist doch cool. Genau. In der Hoffnung, dass es irgendwie funktioniert auf Multiplayer. Genau, es ist nämlich wieder so weit, dass es nicht funktioniert, wie es aussieht, jetzt auf dem Singleplayer schon. Ja. Es funktioniert mal wieder nicht. Schön, was passiert jetzt? Warum? Warum? Okay.
mal rum. Okay, also da muss ich noch was einbauen, dass wenn er hier wieder nach oben fährt und zu weit fährt, dass er dann wieder umkehrt. Das sehe ich schon, dass er dann nochmal versucht zu connecten. Weil genau das ist nämlich wieder passiert. Er ist an der Stelle wieder nicht, hat sich an der Stelle wieder nicht verbunden. Und wollte hier nach oben fahren. Ja. Genau, wollte hier nach oben fahren, wollte dann versuchen, sich hier zu verbinden beim Rückwärtsfahren. Hat nicht geklappt, deswegen ist er dran vorbei. Wir müssen denen einfach sagen, dass er... Ja, okay. Das mache ich mal eben noch. Das optimiere ich mal eben gerade noch. Okay, ja. Edit. So. Wo war das nochmal? Oh je. Ja, ich weiß die einzelnen M-Punkte nicht mehr. Also bei M3 wahrscheinlich, ne? M3 steht er wieder, genau. Wie gerade eben auch. Also M3, wenn M3 ist. Also hier an der Stelle. Wenn es kleiner 1 ist, dann soll er umdrehen. Genau, und wenn der Sensor dann nicht mehr aktiv ist, dann soll er M4 setzen. Genau, dann geht es weiter im Programm, so ist es. Genau, und jetzt muss ich hier im Endeffekt nochmal eine Dingens einsetzen, wenn es M3 ist. Und T... Genau, der wartet da an der Stelle sogar ein bisschen. Machen wir mal nicht 4, sondern lassen wir ihn mal länger warten an der Stelle. Lassen wir ihn mal... Ja, 14 Sekunden ist zu lang. Lass mir ihn mal... Doch, 10 Sekunden einfach mal. Ich glaube, 9 müsste das dann sein. 9, also 10 Sekunden mal warten. Genau, lass mir 9 Sekunden an der Stelle einfach mal warten. Und vielleicht funktioniert es dann ja besser. Genau, ich musste hier unter 1 machen, weil sonst hat das nicht kapiert. Genau. Okay, dann wir können ja hier noch dazu fügen, wenn er über 1 ist. If. Ich weiß, das ist jetzt dumm, ich hätte den if m ist gleich 3 vielleicht nach oben nehmen sollen. Also den Schritt nach oben und die Abfrage des Pistons in den M3 hinein. Wäre intelligenter gewesen. Aber egal. Größer. Größer. 1, 0, F, also F für Float, dann machst du if M, genau, jetzt muss ich das nochmal machen, das ist das Problem, das gleiche ist gleich 3, und dann, also wenn der 3 ist, und dann brauchen wir nochmal eine Variable, würde ich sagen. Nein. Genau, hier sitzt der T0. Genau. Genau. Und wenn... If... Das könnte doch gehen, dass ich die hier nochmal verwende. Wenn die 0 ist, dann machen wir den Piston Velocity zu minus, wie viel haben wir da? 0,5, glaube ich. 0,5. Ich da noch mal eine 0 rein, bin ich doof? Kein Mensch. So, genau, also dann, wenn er Größe 1 ist und 3 ist und T0 ist, also ja, da unten nicht angefangen hat zu zählen. Na, wobei, das ist doof. Nein, das ist doof, das können wir nicht machen. Das können wir nicht machen. Wir müssen da unten noch Variable setzen, müssen dann ja einen gewissen Zeitraum warten. Ne, Moment, wenn es über 1 ist, machen wir mal über 1,5. Über 1,5.
1,5. Machen wir mal, wenn es über 1,5 ist. Genau, dann passt es nämlich. Dann passt es trotzdem. Dann ist das okay, glaube ich. So, zack. Zack. Und zack. So. Genau. Checkcoach. Ja, okay, ich habe mal wieder Dingens hier vergessen. Den hier. An der Stelle. Nein. Noch mehr. Wo denn? Ach so, das ist nochmal geworden. Ah, Caps Lock ist drin. Okay, okay. Jetzt. Ja, denke ich mir doch. Okay. Natürlich sind wir jetzt auf M0, das heißt, wir müssen den jetzt irgendwie manuell in die Ausgangsstellung bringen. Ausgangsstellung ist, oben ist verbunden, unten. Oh, er macht das selber. Okay. Er macht das gerade selber anscheinend. Passt. Das ist ja gut. Okay, sehr gut. Jetzt ist Ausgangsstellung. Nein, ist es nicht. Unten. Na doch. Okay, passt. Macht er. Macht er, ihr macht selber weiter. Wieso das jetzt hier gerade blau war, verstehe ich überhaupt nicht. Denn blau heißt ja, dass er sich automatisch verbinden würde. Was ich ja nie angestellt habe. Ja, ist egal. Also so funktioniert es, denke ich. So bekommen wir das hin. Dass er dann da einfach nochmal versucht, sich zu connecten. So. Dann speichere ich mir das Programm nochmal ab. Programmable Block. Edit. Browse Scripts. Or Script. Replace Blueprint with Clipboard. Local or Cloud. Or Script from Editor. Yes. Or Script, bitteschön. So, wunderbar. Oh Gott, ja, ich weiß gar nicht mehr, welches jetzt das aktuelle Programm war. Zum Traden ist egal. Das hole ich mir, glaube ich, vom Server nochmal und lösche den anderen Schrott alles raus. So, genau, da gehe ich nämlich jetzt auch hin auf den Server und dann fliegen wir mal zum Mond. Ich würde gerne Bescheid geben, aber irgendwie ist der seit 3-4 Tagen nicht mehr ungewesen. Was ein bisschen schade ist. Aber was soll's. Wir fliegen da mal hin. So. Save, yes. Und speichern, wir haben ja was geändert und das ist, glaube ich, nicht mal so schlecht. So, und dann drauf da, auf den Realistic with Quality of Life. Game Mode Survival 1-1-1. 1. Genau. Oh, es gibt Updates für die Mods anscheinend. Okay, los geht's, wir joinen. Würde sagen, wir fliegen in der nächsten Folge zum Mond. Und da setzen wir mal das Ding hin. Und ja, versuchen unser Bestes. Beziehungsweise erstmal müssen wir uns um Strom kümmern und so weiter. Dann müssen wir ja noch das Skript ein bisschen anpassen, dass es nicht läuft, wenn wir keinen Strom haben zum Beispiel. Das ist ja auch noch so ein Ding, das muss noch mit rein. Das habe ich jetzt nicht mit rein programmiert. Aber das sollte kein großes Thema sein. Das müsste relativ einfach gehen, habe ich schon mal gemacht. Wobei ich nicht weiß, ob sich das nicht geändert hat. Ob das noch so funktioniert, wie ich das damals ausgelesen habe, das weiß ich nicht. Da müssen wir mal gucken. Das werden wir sehen, wenn es soweit ist. Ja, genau. Okay. Habe ich nämlich tatsächlich in ausgedruckter Form vor mir liegen, dieses alte Programm mit dem Stromauslese-Dingens. Weil ich mir da die verschiedenen Methoden so ein bisschen abgeguckt habe. Wie habe ich das dann früher gemacht? Wie habe ich denn früher meine Blöcke angesprochen? Wie habe ich denn früher meine Sachen ausgelesen und mein LCD angesprochen. Genau, den LCD wollte ich gucken, wie man den anspricht, aber das funktioniert nicht mehr so, wie es früher ging. Also das ist definitiv nichts mehr, was man sich als Beispiel nehmen darf, was ich hier von früher noch drauf habe. Genau. Okay. Sehr gut. Alles klar. Es ist wieder furchtbar dunkel. Aber irgendwie ist es cool, dass man hier diese Streifen sieht. Nicht schön. So. Okay, Kobalt müsste ja durch sein. Wollen wir gerade mal gucken. Alte Inventar war schon richtig. Genau, in der Refinery liegen 4000 Kobalt. Ich denke, das reicht uns auch. Ich meine, wir könnten hier auch noch was mitnehmen. Wir haben auch hier noch Kobalt liegen, ich weiß noch nicht. Ist das ist nicht bei uns auf dem Grid, ne? Das können wir mal mitnehmen. Assembler.
Konnektor. Ja, legen wir mal da rein. Nein, geht nicht. So, machen wir hier so. Oh, 50k. Warte mal, wo haben denn die 50k rumliegen? Okay. Ich habe ein bisschen zu viel geholt letztes Mal. War ein bisschen viel, ne? Ist egal. Genau, da können wir eigentlich hier was reinlegen. So, nehmen wir noch 2000 mit. Das sollte ja eigentlich vollkommen reichen. Ich meine, wir haben hier in der Refinery haben wir 4000 Stück. Und hier haben wir nochmal 2000. Das sind 6000 Kobalt, das wir mindestens mit haben. Ich würde sagen, das reicht uns eine Weile. Ich würde sagen, das ist okay. Genau. Die drei Komponenten haben wir auch schon fertig. Oh, die Solarzellen könnten fertig sein. Aber nein, könnten sie nicht. Gold fehlt. Ja klar. War ja logisch. Ja. Genau, war ja was. Stimmt ja. Okay. Gut, dann, nach Eis gucken noch. Warte mal. Inventar. Eis. ICE. ICE, haben wir ein bisschen was mit. Ja, da haben wir ein bisschen was da. Da haben wir ein bisschen was da. Da brauchen wir nicht bohren gehen. Das ist ja super. Okay, perfekt. Alles klar. Dann sage ich Dankeschön fürs Zugucken. Wir fliegen gleich in der nächsten Folge los. Wir sind startbereit. Bis dahin. Macht's gut. Ciao.